Mein Containerschiff, ja, das steht da rum. So, da haben wir nochmal Bauzellen, Werkzeug, was wir ausladen könnten. Gut, dann hätten wir schon mal genug Schmuck. Also Schmuck ist kein Problem, hier ist eine Straße, die keinen Sinn ergibt. Super. So, die Herrschaften sind bereit aufzusteigen. Wenn du verstehst, was ich meine. Was? Ich habe gesagt, ich schmeiße es dahin, wo dein Containerschiff steht. Jetzt fährt dein Containerschiff weg und es liegt da immer noch. Ich schmeiße es nicht woanders dahin. Mann, dass Marcel immer so kompliziert sein muss. Du hättest ja nicht wegfahren müssen. Sowas. Ich habe vielleicht mehr als nur ein Schiff. Deswegen brauche ich mein Containerschiff woanders. Okay, eigentlich nicht, aber egal. Die Küste von deinen Inseln ist so nah. Was willst du mit meiner Küste? Deine Inseln sind näher zusammen als meine. Insgesamt. Aber, jetzt nichts mit zu tun. Was war jetzt? Hilfe. Ich habe nur F1 gedrückt. Ich habe kräftige Aussetzer. Ich habe nur F1 gedrückt, also. Das stürzt das Spiel gleich ab. Und schon wieder. Ah, jetzt sucht er, gut. Seuchengefahr eingedämmt, yay, voll die Seuchengefahr, warum auch immer, bloß weil mal einer krank wird. Wenn ich jetzt halt einen Schnupfen hab, dann kommt da auch nicht gleich Seuchengefahr. Wird mein Kaff auch nicht gleich unter Quarantäne gestellt. 3 Stück habe ich gerade mal. Jetzt hätte ich fast verraten, wo ich wohne. Mein Kaff. Aber nur fast. Ja, nicht mein Kampf, sondern mein Kaff. Ach nö, jetzt sind da tausende Containerschiffe. Nicht jetzt. Boah, ich kann noch 13 Arbeiterwohnungen aufsteigen lassen. Und das ist immer noch nicht alles, meine Freunde. Yay. Jetzt wir muss man ein Schiff warten, weil dieser scheiß Rufus vorne anliegt. Mal an deinem Kontor. Soll ich eine Abfertigungsstation hinbauen? Wenn du willst. Kann ich, ja. Ist ja kein Problem. Mach gleich 2, da können 4 Schiffe aus. Ne, 3. Ja, ich meine, wenn du so weit wegstellst, dass, Oh, ich kann sogar hinbauen, ich habe sogar noch genug Ressourcen. Wenn du so hinstellst, dass auf beiden Seiten diese gelben Dinger sind, können da 2 anlegen. Ach so. Glaube ich, jedenfalls. Weiß ich nicht, also jedenfalls habe ich das so gebaut. Der eine kann auf der Seite anlegen und auf der anderen Seite. Ebbe und Flut sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Da hast du recht. Das verstehe ich jetzt nicht. Hier kann er anlegen. Was macht er? Er fährt da. Nee, macht er nicht. Gut, das sieht nur so aus. Okay. Was kann ich Direktorin Baines berichten? Nichts. Also wenn ich es jetzt so baue, müssten eigentlich gleich 4 andocken können. Ich weiß es halt nicht. Boah, das Ding macht minus 10 Energie. Leckt mich am Arsch. Wie viel Energie hast du? 41 und ich brauche noch jede Menge. Ach, ist egal, ich setze es jetzt dahin und gut ist. Wenn es da mitten auf dem Wasser steht, es sieht mir zu doof aus sonst. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ein bisschen weiter weggebaut, dann muss mein Schiff nicht warten und es kann einfach hinfahren und sofort wieder weg, weil wenn es dann da bei den Windrädern steht, dann muss es dann noch außen rumfahren und das ist dann ein bisschen zeitaufwendig. Hat die Omega-Fitzerin gar nicht abgeladen, was ist da los? Hä? So, dann pflastern wir hier auch noch eine Entsäuerungsstation hin. Dann kriegen wir jetzt halt hier auch noch mal plus 90, was dann ein bisschen über 500 ist auf der Tech-Insel. Die ablädt nicht mehr. Warnung. Produktion gestoppt. Und der Schmuck produziert, genau. Wir haben genug Gold, wir haben genug Goldbarren und wir haben genügend Diamanten, das heißt... Wir können bei unseren Exekutiven mal Gold auf anstellen. Ach so, haben wir sogar. Siehst du mal. Ach stimmt, hier wird ausgelagert. Stimmt doch. Stimmt doch, ich bin doof. Ich war ja doof, ich wollte es ja jetzt hier hin. Ich muss aber dahin. Das muss ja hier hin. Stimmt ja. Doch, stimmt.
Mann, ich brauche Bauzellen. Kann doch nicht sein, dass ich keine Bauzellen mehr habe irgendwo. Ach ja. Ich habe immer noch 9 Omega-Fettsäuren, 9 kommen wieder her, also habe ich 18, also passt alles, gell? Mhm. Passt, produzierst genauso viel wie verbraucht werden. Mit 3, ja. Ich brauche 2, nee. Genau, ich brauche 2, wenn sie nah beieinander sind, und 3, wenn es weiter weg ist. Oh, Morgendämmerung, Mittag, Nacht. Ja. Abend. Komm, wir machen mal Nacht, sieht auch geil aus. Unter der Erde mal Nacht machen. Unter Wasser, wenn ich. Nacht. Da ändert sich ja gar nichts. Modul fertiggestellt. Modul fertiggestellt. Das ist meine Kälterei, stellt keine Bahn mehr her. Fertiggestellt. Und nochmal? Modulentwicklung abgeschlossen. Modul fertig. So, und dann können wir jetzt hier. Dieses. Und hier. Dieses. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Schiff ist zu langsam. Dann habe ich Öl. Ist nur so ein Gefühl. Na, tolle Wurst, weiß dann, fressen halt die Exekutivs keine Ding, keine Hamburger, Mann. Kein McDonald's, McDonald King oder nee. McBurger Donalds, gibt kein McBurger Donalds dann halt. Obwohl ich hier massig hab, weißt du, was ist da kaputt in dem Spiel? Jetzt mach ich sie an, komm, jetzt mach ich die an, dann mach ich die danach an. Ach, ich hab hier ja noch Hummer drinnen, stimmt, hab ich ja ganz vergessen. Warte mal, das machen wir ganz anders. Moin. Ja, die muss ich aber haben, ja, Platin hab ich. Einladen machst du bitte hier und aus. Nein. Mann, hör auf jetzt. Ausladen machst du bitte hier. Dann nimmt er nämlich 2 Slots mit, auch wenn da steht plus 150. Macht er ja trotzdem nur 1 Slot voll, dann macht er jetzt 1 Slot. Okay, das ist gut. Weil der holt so wenig ab, das ist das Problem. Wenigstens fährt er jetzt leer zurück. Nein. Gut, Hydraulikwerk, der macht jetzt diese, wie heißen die, Exoskelette machen die jetzt. Und dann, wenn da ein paar hergestellt werden, mache ich dann die Bionikfabrik an. Exoskelette. Hm. Erfunden von Exorites? Nee, eben nicht. Nüt? Nee. Oh, das ist aber schade. Jetzt haben natürlich meine Töppen hier nichts zum Fressen, ey. Boah, ausrasten könnte ich gerade, das glaubst du nicht. Wenn, dann war er nicht der Erste. Der Erste. Hauptsache, ihr habt genug Plastikwaren, ey. Boah, das kann jetzt dauern, bis er mal bis der mal anläuft, hier der Laden. Schmeiß die Öfen an. Nee, Moment, schmeiß die. Was produzieren die? Mit was machen die das? Mit, Boah. Ja, mit Pressen. Und. Glaub, wie sehen die Dinger eigentlich aus? Ich habe die noch nie gesehen. Wo stehen die? Bei Tesch, also bei den Produktionsdingern, bei Tesch. Ich meine, wie die Insel heißt. Achso, bei meiner Insel, Hauptinsel. Da, wo meine Beamer stehen. Ach, da ist die Bionikfabrik, aha. Ja, und nebendran, das lange Haus da. Das Hydraulikwerk. Das produziert das. Oh. Und erstaunlich, wie exakt hier gearbeitet wird. Nee, ich mein, obwohl so viele Menschen beteiligt sind. Ich bin fast fertig. 8 von 300 hat er. Von Stufe 3, also von Stufe 2, dann muss er noch. Nein, jetzt handel doch endlich. Ja, mein Puffer reicht nicht. Leck mich doch am Arsch. Das Gebäude geht irgendwie schnell hoch. Also dieses Monument. Das kommt mir nur so vor. Technologie finalisiert. Ich muss mal zum Eboshi. Hallo Eboshi. Hast du zufällig einen Beschleuniger für mich? Ja, plus 30 reicht mir. Ich muss das Schiff da unbedingt verschnellern, ansonsten bringt das alles nichts. Oder ich mache ein U-Boot.
Wo ist denn jetzt nochmal mein Schiff? Ach, das ist hier. Was? Fahrzeuge kaufen. 7 von 10. Hab ich gerade mal gekauft. Ich hab 10. Cool. Hallo Eboshi, gib mir mal dein Dingensenkirchen hier. Timaran. Ach, 9. Ich müsste jetzt noch ein Schiff rein. Ich überlasse Ihnen dieses Gebot. Kosten die 5000? Manche glauben. Geht. Ich hab billig. Schnäppchen. So, ich glaube plus 60 wäre dann zu krass. Was? U-Boot 3, 60% verschnellern. Das wäre dann zu schnell, glaube ich. Hab ich doch. So, und dann, das weg, das weg, das weg. Wenn mein U-Boot fährt. Einladen. Weil das. Ja, mein U-Boot fährt 60% schneller. Ausladen Kevin. Das. Ausladen das, ja. Du kannst auch 8% schneller machen. Ja, ja, aber das ist dann so schnell, dass dann die Handelsdings hier, ne? Hummer ja, noch einladen. Ich muss ja nicht als Hummer. Ich muss ja nur hier. So. So, Frachtschiff brauche ich nicht. U-Boote 3. Jetzt geht meine Ölbohrplattform nicht so schnell kaputt. Hast du das schon fertig? Jetzt gerade fertig gemacht, ja. Krass. Jetzt mache ich gerade meinen Offshore. Ich habe dafür zu wenig Lizenzen. Ich habe noch 5000, ich habe mir die gerade gekauft. Ich habe alles einfach mal verkauft, was ich brauche. So, jetzt halt läuft es hier aber, ne? 39 Tonnen, naja, gut, dann fangen wir mal an aufzusteigen. Die Arbeiterschaften müssen jetzt aufsteigen zu Ingenieuris. Der hat immer noch nichts produziert. Sag doch, das dauert lang. Das dauert lange. Oh Gott. Oh Gott. Dann warte ich mal, bis er so drei gemacht hat, bis es abgeladen hat. Und dann mache ich dann den hier an. Sonst bringt's nichts. Nö, ich könnte es ja eigentlich jetzt schon anmachen, weißt du, kostet ja nicht viel. Holt er sich dann, wenn es ein drin ist, holt er sich es einfach. Ne, oder? Das machen die ja, ne? Ja. Wenn einer in einem Betrieb ist, dann holt er sich das dann aus dem Betrieb raus. So, unser Ingenieursring ist bereits komplett aufgestiegen. Der zweite Ring von innen nach außen. Ja, du produzierst also immer 9 pro Fahrt. Und diese 9 verbraucht er auch pro Fahrt, also ist das ganz gut. Nö, du machst ja gar nicht, jetzt habe ich 19. Geht, macht er ja gar nicht. Ich stelle einfach nochmal so eine hin. 26 Bauzeilen. Das macht er ja gar nicht. Ich stelle ja schon mal so eine hin, einfach so. Weil ich es kann. Dann würde ich sagen, wir machen uns mal dann, wenn hier alles aufgestiegen ist. So, ja, jetzt. Ich weiß, das Ding reicht sowieso nicht so ganz. Ach, und schon? Was? Wie schnell kriegt der denn X? Wenn es einmal läuft, dann... Der hat einfach mal auf einmal 4 Stück hergestellt. Der Hydraulik... Das Hydraulikwerk. Einfach mal 4 Exoskelette. Einfach so auf einmal waren sie da. Oh. Bionikanzüge einen, ja. Zukunft der Industrie. Hattest du, die haben alle Waren der Genies produziert. Ab die Post. Platin, ja, ist ja geil. Monsterkette, produzieren sie Bionikanzüge. Ah.
Einen, der erste. Siehst du, das habe ich gemeint. Wenn man einen produziert, hat man die Errungenschaft. Zum ersten Mal habe ich jetzt einen produziert. So, und jetzt geht's hier hoch. Tja, dann würde ich sagen, wir fangen mal an, hier als Ingenieure aufzusteigen zu lassen. So, zack. Zack. Und jetzt habe ich keine Bauzellen mehr. Ach Mann, ey. Das war doch ein Fehler hier alles. Oh. Ich habe Lithium-Dinger, muss ich aber nochmal bauen. Ich hatte ja noch Sachen geladen gehabt. Oh, Entschuldigung. Das dann kann ich ja hier noch mal. Es ist doch blöd, seine Bauzellenproduktion woanders hin zu verlegen. Ja. Vor allem, wenn man so viel braucht. Aber gut, das, naja. Müssen wir jetzt halt mit leben. Es ist immer noch Nacht. Und wir brauchen noch mehr Bauzellen, nämlich hier unten, weil hier unten machen wir jetzt halt. Also ich muss ja eigentlich erstmal mein Schiff hier beladen. Ich will nur Rohstoffe haben. So, was brauche ich denn eigentlich? Ich brauche sowieso viel zu viel Werkzeug, Bauzellen. Oh Gott, oh Gott. Ich muss da ein ganzes Containerschiff beladen. Das hier für das, dafür das und das dafür das und das sollte reichen. Mit den Omega-Fettsäuren. Ich meine, ich habe jetzt immer noch 17. Der hat immer noch 6. Achso, da ist 6 drauf. Ja, die, wann käuft denn der die immer? Genau, und er fährt zu dir. Gesundheitszustand nee, er fährt von zu dir, fährt ihn runter, fährt dann zu dir, fährt wieder hoch. Fährt runter, fährt runter. Genau, na gut. Was ist los? Da ist noch ein Krankenhaus in der Nähe. Wir werden jetzt halt sehr viele Ressourcen brauchen, Freunde der Liebe. Die für den Bau zuständigen das wird Menschen nicht funktionieren lustig, sage ich euch. Bemerkenswert. Ich brauche das. Also nee, Planung. Warte mal. Das brauche ich, das und das muss auf die Insel und das hier ist alles unter Wasser. Noch 50. Moment, wo willst du denn jetzt hin? Werkzeuge. Achso, stimmt, das soll ja. Stufe fertig, ne? Ja, so ist mal hier. Also, ich muss jetzt meine Stadt aufsteigen lassen und gleichzeitig will ich noch was bauen. Das gibt schon wieder einen Ressourcenkonflikt, wie man gerade sieht. Deswegen, ja, naja. Gut, Stahlwerk produziert, das ist gut. Ach, 3D-Beamer habe ich genug, Service-Bots habe ich nicht genug. Laborinstrumente habe ich nicht genug. Bioniganzüge habe ich nicht genug. Sonst habe ich alles genug. Ja. Sonst ist alles im Überfluss vorhanden. Außer drei Sachen. Gut, guter Schnitt, oder? Alles außer drei Sachen ist gut vorhanden. Ich mache mir ernsthafte Sorgen, wie es hier weitergehen soll. Also ist ja fast schon Cheaten, ne? Ich meine, die sind im Überfluss vorhanden. Ich habe die Lager voll von den ganzen Sachen. Bis auf drei. Da habe ich nichts. Kriegst aber nie das Lager an Bionikanzügen voll. Nee, ja doch. Wenn ich genug produziere schon. Aber dann musst du mehr Omega-Fettsäuren produzieren. Das geht nicht. Ich kann noch mehr produzieren. Das ist ja, mir aber... Das verbrauchst du doch viel zu viele Rohstoffe, oder? Hm. Im Moment ist es schlecht, aber dann, wenn erstmal alles läuft, ist gut. Dann bringt es nichts mehr. Ich habe gerade mal 18 Tonnen von dem, was ich eigentlich von 100 brauche. Ja, das wollte ich jetzt auch nochmal ansprechen. Man merkt vielleicht in meinen Videos, wenn ich mich hier so bewege, dann pixelt das. Aber warum, das weiß kein Mensch, weil in den Videos ist alles gut, außer YouTube sagt. Spiel gespeichert. Ja, jetzt muss ich da mal pixeln. Wow, es hat gespeichert, ohne dass hier das ganze Spiel am Abkacken Pixel, war. Was ist da Pixel denn Pixel rum, los komm, YouTube, mach Pixel rein. Ich will das jetzt sehen. Mann, hier sind keine Pixel. Nur für euch, das ist total scheiße. Ne? Das ist ein Feature. Das ist Cheaten. Nein, ein Feature. Cheaten. Feature. Cheater. P-
Feature von dem Spiel, das sieht so aus. Das muss so aussehen. Wenn es nicht so aussieht, ist es nicht so. So muss das Spiel richtig gespielt werden. Genau, verpixelt. Oh Gott. Ich besetze jetzt eine Insel, ne? Wissenschaftliche Ergebnisse was? Kann man nicht einfach herbeizaubern. Das war den Teil von deiner Insel. Ich muss leider, mir bleibt keine andere Wahl, weil hier ist die einzige Insel, wo das ist, was ich brauche. Und es könnte sogar eventuell hier überall hinpassen, aber ich bin mir da so unsicher im Moment. Weniger Platz kann ich nicht einnehmen. Könnte schon, aber das funktioniert dann nicht.